Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim 17. Rennen beim großen Preis von Japan in Suzuka angekommen. Nachdem wir ein Horrorrennen in Singapur hatten, wo ich mich immer noch nicht erklären kann, was da wieder losging oder abging. Genauso wie in Zandvoort ja auch schon zwei Rennen vorher. Und in Monza hatten wir einen Motorschaden, Getriebeschaden. Also drei DNFs hintereinander in Monza. Wegen Getriebeschaden halt. Aber die anderen beiden halt einfach, weil die Pace scheiße war und ich dann gesagt habe, bevor ich vor Hitze noch umkomme, vor allem, beende ich das lieber, wenn es eh um nichts geht. So, erstmal die Sponsoren ist erneuern, dann noch die Aktivitäten, sind eh nur 3 Tage jetzt, so 2 Tage pushen wir mal wieder ein bisschen Pastor und können auch vor allem Upgrades machen. Und zwar würde ich sagen, beim Chassis, ja, sowieso beim Chassis, weil da ist ja beim letzten Mal eins fehlgeschlagen. Ausgerechnet beim Chassis natürlich. Warum denn auch nicht? Sind wir eh das schlechteste Team. Ja, hier sind wir das schlechteste Team. Aber hier bei der Aerodynamik sind wir das zweitbeste. Das ist ein deutlicher Unterschied. Dabei haben wir nicht mal unbedingt so viel weniger Teile als bei der Aerodynamik. Bisher. Können wir noch ein Upgrade sogar machen? Nein. Naja gut, auf Trapezierfähigkeit auf jeden Fall, aber die juckt mich gerade mal herzlich wenig. Nein. Ja, auch Dynamik fehlt noch, dann auch noch, wenn wir schon so gut sind. Nein, okay. Aber wollen wir doch mal bei der Trapezierfähigkeit was machen? Ah, ist ja immerhin billig. Boah. Da haben wir einen guten Abstand oder Rückstand auf jeden Fall. Ach, wisst ihr was? Kommt. Wir machen es einfach mal. Okay, können sogar nur einen Teil machen. Auch gut. Okay. Ein Teil soll sogar noch ankommen. Bitte, kommt's auch an. Ja, das kommt dann sehr gut. Und damit haben wir wieder Haase geholt in der Performance und sind haargenau gleich auf mit Alpine, mit Red Bull und wenn man es ganz pingelig ist, auch mit Mercedes. Ey, krass, 4, 5 Teams. Jetzt wirklich, wenn man so will, komplett gleich auf. Krass. Das ist völlig krank. Was war es nochmal? Chassis? Oder war es der Antrieb, was da jetzt ankam? Der Antrieb. Geht irgendwie gerade nicht da anzuklicken. Okay. Das geht aber. Oh, sind wir wieder ein bisschen besser dabei, würde ich sagen, beim Antrieb immerhin. Und eins soll ja ohne ankommen. Kann man überhaupt irgendeins machen? Ich glaube nicht. Okay, dann würde ich sagen, geh mir auf ins Rennwochenende. Aston Martin, kannst du keinem erzählen. Die haben mit Abstand das beste Auto, aber wenn man sich mal Hülkenberg und Estoril anguckt, die haben, okay, Estoril muss man sagen, fairerweise, der hat jetzt in den letzten beiden Rennen zwei zweite Plätze geholt. Das ist für Estoril-Verhältnisse stark. Aber Hülkenberg halt, der sein bestes Ergebnis. Ist ein Podium, Platz 3, aber es ist schon lange her, wo der Aston Martin noch nicht mal das beste Auto war. Der ist erst seit 6 Rennen vielleicht das beste Auto. Mit Abstand auch noch. Und seine beste Platzierung in den letzten 6 Rennen war ein Platz 6. Das kannst du keinem erzählen. Ein Gasly mit dem 5. besten Auto hat schon ein Rennen gewonnen. Nur mal so nebenbei. Na, also, keine Ahnung, was Codemasters da mit der Hülkenberg KI gemacht hat. Im Wheelife ist es ja mal völlig anders. Da ist ja gerade der Qualifier, den es gibt. Oh ja, das war schon mal eine sehr gute Anfangsrunde, abgesehen vom ersten Sektor. Da habe ich schon einiges vermasselt. Aber das reicht für Platz 1 zwischenzeitlich. Ja, gut. Hat nicht lange angehalten, aber vor Ocon, der zurzeit auch immer sehr stark war, genauso wie Gasly. Aber wenn man. Oh, aber sogar ein Haas ist gerade schneller, so ein Magnussen. Das ist nicht so gut. Okay, also hier scheint es gerade mal einen Bug zu geben. No ist eine 50,5, beste Runde, 36,9 Sekunden
vor allen anderen. Ja, also kann man machen. Oh, passt du aber stark. Dabei sind wir sogar lila in diesem. Ja, genau. Im Mittelsektor hat er 2,3 Sekunden gebraucht, um den ganzen Mittelsektor hinzubekommen. Nicht schlecht, Lento. Also kann man machen. Also ja, wird wahrscheinlich schwer, die zu unterbieten, diese 2,3 Sekunden. Oh ja, das war doch eine sehr schöne Verbesserung, eine halbe Sekunde Verbesserung, die sollte doch hoffentlich reichen, um uns weiterzubringen. Ja, Platz 11, aber ich sehe das immer nicht. Das sieht so aus, als ob es immer auf derselben Position noch bleibt, aber Platz 11 ist sehr gut. Ja, mit Platz 11 kann man leben erstmal. Auf jeden Fall ein gutes Q1, würde ich sagen. Ja gut, wenn man Nose mal wegklammert, diese Betrugzeit von ihm, dann sind wir 8 Zehntel hinter der Spitze gewesen. Ja, also was das für ein Bug ist, keine Ahnung. Würde sich bedankt haben. Muss er ja nicht mehr rausfahren, logischerweise. Das kann ja niemand schaffen. Ja, Pastor, naja. Es geht besser. Mehr sage ich dazu lieber gar nicht. Ja, das war eine Bombenrunde. Da hat alles gepasst. 3-4 für Q3. Ah, nein, Platz 11. Wieder wegen Q1 leider. Ah, schade. Ah, ganz, ganz, ganz schade, Mann. Nur ein paar Hundertstel haben uns gefehlt, um in Q3 zu kommen. Gasly hat sich gerade so gerettet auf Platz 10. Aber mehr. Hülkenberg mit dem besten Auto scheidet wieder aus als 16. Während Tor auf 3 ist. Eine Sekunde schneller. Was hat Coldmasters mit der Hülkenberg-KI gemacht? Ey, ich habe keine Ahnung. Oder auch was haben die mit der Verstappen-KI gemacht? Das ist auch keine unbedingt Seltenheit mehr, dass der Verstappen rausfliegt. Vorzeitig. Ganz komisch. Aber wir mit Platz 11, damit muss man zufrieden sein. Hab keinen großen Fehler, gar keinen Fehler eigentlich gehabt, wenn ich mir so überlege. Mehr ging nicht am Ende. Aber mit Platz 11, das ist ja eine gute Ausgangsposition, um vielleicht endlich mal wieder ein gutes Rennen zu haben, um endlich mal wieder Punkte zu holen, nachdem wir es dreimal in Folge nicht hatten. Nebenbei, diese drei DNFs, die wir hatten jetzt hintereinander, sind die einzigen Rennen auch, wo wir keine Punkte geholt haben. In jedem anderen Rennen davor, von 13, 14, die wir hatten davor, haben wir in jedem Punkte geholt. 2 Siege auch unter anderem, 2 zweite Plätze. Und die letzten 3 nur DNFs. 2, weil ich keinen Bock mehr hatte, mehr oder weniger. Oder weil es halt nichts gebracht hat. Weil wir halt bodenlos langsam waren. Und in Monza, wo wir hätten Punkte holen müssen, da haben wir dann, ja, einen Getriebeschaden bekommen.
Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. George Russell startet im heutigen Rennen von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Norris, Stroll, Gasly, Sainz, Perez, Albon, Magnussen, der Glückspilz, Bottas, Oscar Piastri, Verstappen, Ocon, Hülkenberg, Tsunoda, Maldonado, Joe, Theo Pourchaire, Sargent und Nick de Vries. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ey, Jeff hat ja sogar gesagt gerade, dass das ja auch noch das Heimrennen unseres Motorlieferanten ist. Ja, stimmt ja. Hab's ganz vergessen. Stimmt ja, wir fahren ja mit Honda-Motoren. Mit der Honda-Power. Und klar, da ist es ja sogar das Heimrennen für unseren Motorlieferanten. Ja, also da wird's gerade Zeit. Müssen wir gerade heute abliefern, klar. Den hier ja ein möglichst gutes Rennen bescheren, nachdem wir jetzt drei katastrophale hatten. Vor allem zwei. Das eine nur wegen dem Getriebeschaden ein bisschen getrübt. Aber sonst war das ja ein Top-Rennen in Monza. Benzin. Wie viel kann man sich reinmachen? Ich traue es noch nicht zu wenig. Ja, machen wir mal so. Soft Medium wieder. Ja, das kann auch diesmal gehen. In Singapur war das eine Katastrophe, obwohl da war eigentlich alles eine Katastrophe. Aber ja, im Japan kann, denke ich, kann das ganz gut sein. Und dann legen wir los. Die beiden Haas auf Mediums. Gute Reaktion. Oh, und sehr guter Start auch. Tor kommt gar nicht weg. Ach, der fährt doch auch davon sogar auf einige mit harten Reifen. Okay, da habe ich ein bisschen pingelig gemacht. Oh mein Gott. Jetzt mit K-Mac oder noch was? Ja, mit K-Mac. Da sind wieder alle Reifen dabei. Soft, Medium und Hart. Oh, Albon und Perez nebeneinander. Perez auch mit den harten Reifen. Damit haben wir aber jetzt einen riesen Vorteil. Aber wenn die harten, können wir bestimmt gleich reinbomben, oder? Oh, Perez fährt eine ganz komische Linie. Ja, nein, auf den Körb. Ah, shit, aber die werden da zu langsam. Da wird man doch was machen können und dann noch fast den Perez reinballern. Aber irgendwie habe ich da ausweichen können, mehr oder weniger. Aber wie schnell muss Albon da durch? Sehr gut. Oh, wir kommen hier ganz gut rangeschossen an Perez. Machen wir sie rein, ja, ja. Da können wir bestimmt reinschießen hier vielleicht mit späten Bremsen. Oh, es lägt das auch noch, es lägt das auch noch. Eieiei. Aber irgendwie sind wir vorbei. Mitlaggen. Und wieder sogar in diesem letzten Sektor. Na gut, das ist ja eh unser starker Abschnitt wegen dem Honda-Motor. Ah, nee, da wollte ich jetzt nicht unbedingt Dive-Bomben, aber wir sollen Switchback versuchen, weil wir haben ja den Grip-Foot, aber der nur hart Reifen fährt, Lance. Und vielleicht können wir ihn da raus beschleunigen. Top-Speed sollte passen. Oh, war ja. Jetzt hier innen rein. Jetzt hier Platz lassen, den guten Lance. Und wir ziehen vorbei. Platz 7 schon, oder? Wir haben die Stadt optimal genutzt. Aber, ja, es kommt der Konter. Es kommt der Konter. Und auch der hat einen guten Topspeed. Oh nein. Es da Platz lassen da außen. Aber wir bleiben vorne da außen. Voll auf dem Pinsel geblieben. Oh, ist nicht verbremst. Oh, gut gebremst. Wir haben alle harte Reifen davon. Wir haben schon auf die Karte geguckt. Oder auf hier die Rennleitung. Die haben alle vor uns harte Reifen. Bis auf Norris, der fährt auf Mediums. Oh, es kommt der nächste Angriff von Stroll. Nein. Das ist nicht gut. Ah, gut. Die KI geht aber hier irgendwie immer vom Gas, noch immer. Wäre ich Spieler gewesen, dann hätte ich da noch reingehalten, muss ich sagen. Aber die KI macht sowas nicht. Die ist ja brav. Gibt es jetzt den Konter von Stroll wieder? Nebenbei hat Gasly, wurde Gasly von Sainz wieder überholt, aber Gasly versucht wieder. Bleibt aber dahinter, hinter Carlos, okay. Also Gasly, der hat um 12 das Auto wieder auf 6 gestellt. War ich sogar gerade 5, da hat am Start sogar jemanden überholen können, sei es wohl. Ey, der Typ, na? Das ist echt Wahnsinn. Pastor fliegt in Q1 raus und Pierre, der tut das Auto auf Platz 6 stellen. Mit dem gleichen Auto. Also nicht gleichen Auto, aber...
Und gelb? Wer ist da langsam? Gasly oder wer ist da? Hä? Gelb? Ach nee, ist hinter uns, oder? Weiß nicht. Ja, irgendjemand hinter uns. Ah, Perez. Oh, ja, und dadurch fahre ich gleich mal weit raus jetzt. Ah, shit. Perez ist raus. Ja, ist gut. Der wäre vielleicht ein Kandidat gewesen, der uns heute auch hätte schlagen können. Ah, Gas ist aber auch schnell. Trotz seiner harten Reifen ist er halt wirklich schnell, ne? Das ist halt der Wahnsinn. Aber wir haben den super Top Speed. Aber ich glaube, die Reifen werden langsam ein bisschen den Geist aufgeben. Aber der Top Speed kann uns hier helfen, um ins Stairsfenster zu kommen, bevor der Messpunkt ist. Na, oder? Naja. Ja, komm ins Stairsfenster. Irgendwie waren wir drin. Ich habe keine Ahnung. Jetzt wären wir drin gerade. Da waren wir am Ende drin. Nein, ich glaube nicht. Nein, waren wir nicht. Na komm, das sollen wir da außen ruhig machen. Weil der eh vom Gas da gehen wird, wie man ihn kennt. Und wie er da geht vom Gas. Ich weiß ja nicht, aber ist es hier so clever, auf jeden einfach mal jetzt Twall vorbeizulassen? Weil jetzt treffen die Softs natürlich ein bisschen ein. Und Twall kann schneller, das sieht man. Wäre viel cleverer, oder? Wollen wir mal vorbeilassen einfach? Komm, ich lass ihn mal vorbei hier. Der soll vorbeifahren, du Idiot! Ich will einfach mal im DS-Fenster versuchen dran zu bleiben jetzt. Wenn es geht. Dann mal schön das DS da mitnehmen. Das ist eine bessere Option gerade. Das Twall da aufzuhalten, dann noch weiter zu verlieren, auch gegen Pierce dann noch. Oder sich auch zu bekämpfen gegen das Twall. Das macht, denke ich, mehr Sinn. Das geht nicht so ganz auf. Die Reifen sind von F tot. Mittlerweile, wenn man das mit den harten vergleicht. Aber einmal bekommen wir das DS auf jeden Fall. Zumindest dieser Plan schon mal relativ aufgegangen. Und ich glaube, nächste Runde haben wir dann eh in die Box, schätze ich mal. Aber wir können es halt wieder gut ransaugen jetzt auf. Mit unserem UP Honda Motor. Ja. Also, bisschen ist der Plan schon aufgegangen jetzt, glaube ich. Sind dadurch auch weg vom PS3 ein bisschen gekommen. Das war ja vor allem der Plan. Dass der hier nicht mehr ins DS-Fenster irgendwie kommt. Und Twolf hat in die Box. Okay. Okay, Twolf hat in die Box also. Wir haben sogar noch das DS abgestaubt tatsächlich. Das gefällt mir sehr gut. Oh no, sie ist so am Struggeln gerade. Gasly macht da schon ganz schön enormen Druck gerade auf Lando. Aber wir auch. Wir müssen nur eine Runde überleben, würde ich sagen. Wir haben uns, der Plan von Tor sich mitziehen zu lassen, hat was gebracht. Wir sind gut weggekommen von PS3. Der hat auch die Softs hat. Der hat also auch solche toten Reifen wie wir. Ja, und wir kommen so wieder gut ran an Gasly mit. Da ist auch nicht. Ja klar, Nose ist halt jetzt auch ums Twackeln. Aber wir natürlich auch. Aber trotzdem. Na, come on. Dafür jetzt hier halt in die Box. Gasly fährt sogar noch weiter und No ist auch, das ist unsere Chance. Oh, Pöller mitgenommen noch ein bisschen. Das ist unsere Chance jetzt, vielleicht sogar einen Undercut zu schaffen. Die meisten sind sogar jetzt in die Box, in der Box. Dass wir für die nächste Runde kommen, das ist unsere Chance, den vielleicht sogar zu packen. Auf diese eine Runde jetzt. Aber das Stop muss passen, Jungs. Bitte. Oh nein, die werden doch verkacken, oder? 2,3, ja. Ja. Ich hab von Angst gehabt, weil der ist immer so gut liegt, die Stops, dass die es wieder verkacken jetzt, gerade wenn es um was geht. Ja, aber so ist es nicht. Ja, das Tor ist vorbei, aber nicht deutlich. Dafür, dass er eine Runde freie Fahrt hatte und noch frischere Reifen auch direkt. Dafür ist er gar nicht so weit vor uns. Aber es sieht man auch, dass es eine sehr gute Runde von uns eigentlich war, ne? Klar. Ist alles geben. Vielleicht können wir dann Gasly und Norris undercutten. Jetzt ist die Frage, hat das gereicht gegen Gasly und Norris? Wo sind die? Weiß ich gerade nicht. Ah, da kommt Gasly, Gasly haben wir.
Gasly haben wir. Nose, aber fahrende Reifen, die können wir auch haben. Aber toll! Oh! Auf Kürbs, auf den Kürb. Boah, auch Twall hat ist weit vorne auf einmal. Der ist sogar dran an noch wen irgendwen. Oder hat er noch wer nicht gestoppt? Ich glaube, der hat noch wer nicht gestoppt, oder? Gasly ist zum Beispiel nur 9. Der war da viel weiter vorne. Mit. Obwohl, oder können das doch die Platzierungen sein für ihn? Nee, nee. Die waren ja auch weiter vorne am Anfang. Ein, zwei müssen noch nicht gestoppt haben. Glaube ich. Oder? Ah ja, tatsächlich. Einer hat noch nicht gestoppt. Alex Albon mit dem Haas. Das macht eventuell schon mehr Sinn. Oh, Lieder sogar in diesem letzten Sektor. Ja, das macht schon mehr Sinn, wollte ich gerade sagen. Und Gasly muss sich sogar langsam abreißen lassen. Interessant. Ja, wir können hier noch mehr als nur Platz 7 holen. Eventuell Lando noch. Weil der nur auf harten Reifen noch ist. Boah, jetzt sind wir richtig nah dran an Lois, aber leider, leider halt hat er noch das DS aufs Twall, obwohl er harte Reifen hat. Aber das Twall ist glaube ich mittlerweile verloren. Ich kann man es ja irgendwo anders machen, mal gegen Lando, vielleicht mit der Hahn hatte. Gasly haben wir aber gerade aus dem DS-Fenster gebracht, tatsächlich. Ja, ich kann irgendwie mal nah dran bleiben in der vor der Hahn hatte, oder in den ersten Sektor. Mal irgendwie es nah dran bleiben. Und da kann da vielleicht was gehen. Obwohl Twall, der scheint übrigens ganz schön abreißen. Ganz schön zu struggle scheint er jetzt. Boah, jetzt sind wir aber richtig nah dran, Lando. Vielleicht können wir jetzt mal was machen. Sogar hier in diese eine Schikane rein. Mit unserem Top Speed. Hier ist noch gut durch, vielleicht kommen auch. Mit einem Überraschungsangriff. Oh ja, ein Überraschungsangriff. Boah, das war knapp. Aber wir schaffen es und drehen uns fast weg. Eieiei, das war ja mal schön mit der Pressstange. Haben wir uns sogar das DS abgestaubt. Ja, wir haben uns beide abgestaubt, das DS. Ach ja, klar, weil der ins Troll dran war. Ja, es war ein sehr mutiges Manöver, das musste aber sein. Das konnte man, das musste man ausnutzen. Ah, Mann, ich komme nicht mehr ins DS hin von Troll. Das ist so frustrierend. Hat den Körb. Boah, ich gebe hier wirklich alles. Absolut. Ich kann nicht mehr. Ich will jetzt einfach nur, dass es vorbei ist. Komm, irgendwie noch Storm ins Geldfenster reicht, so erstmal nur zu kommen. Come on. Ah. Komm, Top Speed. Mann, zieht er mich wieder ab so ein bisschen. Oh nein. Ah, das war eine ganz scheiß Linie. Das ist mir von klar. Obwohl. Komm, Top Speed, wo bleibst du? Komm. Jetzt komm, komm. Irgendwie. Spät ranbremsen irgendwie noch ins DS-Fenster. Spät ranbremsen. Oh. Boah, Alter. Das war jetzt nicht so eine gute Linie eigentlich. Hat aber glaube ich gereicht, oder? Irgendwie mit späten Bremsen. Oh ja, es hat gereicht. Aber Benzin ist aber gerade im Minusbereich, sehe ich gerade. Auch nicht gut. Aber sind wir einmal dran. Oh Gott, wir sind so nah dran an Lance. Aber es wird nicht reichen, Mann. Es wird nicht reichen. Komm, irgendwie noch vielleicht ein Versuch irgendwo. Irgendwo ein Versuch. Irgendwo ein waghalsiges Manöver. Oder kein waghalsiges, aber irgendwo. Nein. Auto fast verloren. Das darf jetzt nicht passieren, bitte. Weil hier sind die so stark. Ja. Das ist mir schon klar, Chef. Ah nein, es wird glaube ich nicht reichen. Und hier will ich noch besser rauskommen als Lando. Das klappt eigentlich immer ganz gut gegen Lando, sag ich schon, gegen Stroll. Ah nee, das sieht nicht gut aus. Uns gehen halt die Runden leider so ein bisschen aus. Ah.
Ich glaube, das hätte eine Runde länger und es hätte reichen können. Obwohl auch wieder quer auf dir von Stroll. Obwohl. Warte mal ab. Wir haben hier jetzt noch die Gerade. Ja, aber nee. Also ist das Stroll-Top-Speed doch auch nicht so schlecht, leider. Und jetzt nochmal Dive-Bomben hier in dieser Kurve. Nein, lieber nicht. Da habe ich sogar noch angeschoben. Sorry, Lance. Ja, gut, schade. Platz 5. Aber das ist okay. Platz 5 ist trotzdem nicht schlecht. Platz 6. Platz 6 ist auch ein geiles Rennen. Nach diesen 3 DNFs ist Platz 6 der Befreiungsschlag vielleicht endlich wieder. Ist das endlich wieder der Befreiungsschlag nach 3 DNFs in Folge? Nach zweimal auch in Sanford und Singapur mit einer katastrophalen Pace. Im Monza war es ja nur der Getriebeschaden, sonst war es ja ein Top-Wochenende. Aber trotzdem, ist es endlich der Befreiungsschlag wieder. Das sieht so aus. Ja, Pastor. Ja, immerhin mal nicht einer der letzten geworden. Peres mal weggriffen, ist es 16. Ja, hat immerhin mal beide Alfa Romeos geschlagen, beide Williams und beide Alfa Tauris. Ja, ist okay. Obwohl er halt wieder sieht, was die Alpines machen. Vor allem Gasly, auch Ocon allerdings. Die Haas, die man schlagen kann mit unserem Auto, die vor ihm sind. McLaren mit auch Norris auf Platz 7. Piastri auf 13. Also ist dann doch auch nicht so gut, leider. Muss man leider sagen. So, die Rangliste. Sind wir immer noch Platz 4, aber das wird es noch eng gegen Sainz auf jeden Fall. Platz 5 sollte aber fast schon safe sein, oder? Verstappen, der so schlecht bisher fast ist, der hat über 200 Punkte Rückstand auf Hamilton. Das kannst du keinem erzählen. Der hat doch im Relief ungefähr vielleicht das Vorsprung auf Hamilton wie von Hamilton gerade auf Verstappen. Das ist ja unglaublich. Also die Konstrukteurs, ja, der wird halt gegen Aston Martin ungemütlich, aber auch da sollte Platz 5 auf jeden Fall safe sein. So, das war's dann. Beim nächsten Mal sind wir dann in Katar auf der neuen Strecke unterwegs. Da war auch die Pace in der letzten Saison nicht gut. Da war es auch da wohl noch nicht gut, so wirklich. Und wir sollen sogar noch drei Upgrades sogar bekommen. Mindestens eins wird auch ankommen, und zwar safe, weil das schon mal fehlgeschlagen ist. Oder sind sogar beide schon fehlgeschlagen? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall was bekommen. Egal was, wie viel. Und ja, beim nächsten Mal dann halt in Katar. Bis zum nächsten Mal und ciao.